Josen Matrosen, willkommen zu Replays Unraveled auf der PS4. Ein ja etwas anderes Spiel als sonst. Ich möchte mal ein bisschen mehr in die... soweit ich weiß, ist es ein Indie-Titel, also es gibt es nur als Download-Version. Das ist jetzt die Test-Version. Das Spiel kostet 20 Euro im PSN-Store. Und ganz kurz zur Geschichte, man sieht am Anfang eine ältere Dame hier in ihrem Haus. Und sie guckt sich ein paar Bilder an, steht auf, geht zur Treppe und läuft hoch. Und während sie das tut, nimmt sie einen Korb in die Hand mit Wollknäulen drin und verliert diesen roten Wollknäuel. Und aus diesem Wollknäuel sind wir aufgesprungen, dieser kleine Wicht. Und ja, ich würde mal sagen, lass uns einfach mal starten und gucken, was passiert. Okay, da soll ich Viereck drücken. Ah, hier. Aha. Schön. Oh, noch schöner. Oh, wunderschön. Oh, unglaublich. Ah, ich denke mal... Ah, okay, ich verstehe. Das sind, das kann man freischalten, ne? Also, das sind die... Ich glaube, 11 oder 12 Level gibt es, je nachdem. Und das, denke ich mal, Bonus-Artwork, was man freischalten kann. Aber gleich vorweg, ein wunderschön anzusehendes Spiel. Ich mag das, es erinnert mich etwas an Super Mario im Giant Level. Solche Spiele. Schöne Musik. Ah. Okay. Disteln und Gräser. Okay. Oh, das ist jetzt traurig. Okay. Wow. Oh, hat sie wohl ihre Familie verloren? Jetzt wagen wir uns nach draußen. Sehr, sehr viel detailliert, sehr schön detailliert das Spiel bis jetzt. Jetzt schon, was ich so sehen kann. Ein kleiner Schmetterling. Hallo. Juhu. Dann wollen wir mal. Ach, noch ein Schmetterling. Blau. Wunderschön gemacht. Oh, wollen wir mal ein bisschen schneller vorankommen? Oh, noch ein Schmetterling. Ah! Habt ihr gesehen? Er wollte ihn fangen und essen. Sieht aus wie ein Teufel. Kleiner Teufel. Oh, wir fallen. Oh! Okay, wir verlieren uns. Wir verlieren uns im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Ah. Du brauchst mehr Garn. Halte R2 gedrückt, um das Lasso zu werfen. Getan. Halte R2 gedrückt und bewege dich nach links, um die Sonnenuhr herunterzuziehen. Ah. Schau, 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 schonen. Sehr nice, sehr nice. Sehr viel Charme. Sehr viel Charme jetzt schon das Spiel. Und so sind wir so gut wie neu. Das wird sich locker in die... Puzzle-Aktivitäten später einbinden, dass wir unseren Garn erneuern müssen, immer wieder. Wenn du rennst, kannst du höher und weiter springen. Dann rennen wir und springen höher und weiter. Yippie! Halte Kreis gedrückt, um nach Dingen zu greifen. Bewege den Topf weiter nach links. Okay. Ja, das ist so ein Spiel nach einem harten Arbeitstag. Relaxen. Okay, um Dinge greifen, wegen Toffel links. Halte L2 gedrückt, um dein Garnende zu greifen. Der linke Stick dient zum Klettern. Ah. Ah ja, schön. Nice. So. Ah, ist das kuschelig, das Spiel. Ah, ist das süß. Halte R2 gedrückt, um das Lasso zu werfen. Ah, ah,
Was das? Oh, in eine Pfütze gesprungen. Nice. Sehr, sehr schöne Wassereffekte. Also, ich hoffe, es kommt als Physical Release raus. Aber ich muss mein Lasse wohl. Ich hoffe, es kommt als Physical Release raus, denn ich bin kein Freund unbedingt von Titeln runterladen, aber mal schauen, wenn das mir jetzt so, und es gefällt mir bis jetzt, dann schaue ich mal. Ich hoffe, es gibt es dann auch für die PS Vita als Download. Das wäre geil. Weil es ist so ein richtig cooles Spiel für ein Handheld auf jeden Fall. Ein kleiner Junge. Und? Wir haben ihn. Wir haben ihn eingefangen. Okay. Wenn Oberfläche so glitzern, kannst du an ihn hochklettern. Dabei dient der linke Stick zum Klettern. Alles klar. Gemacht, getan. Drücke X, um zu springen. Und R2, um das Lasso in die Luft zu werfen. Ja, das haben wir doch vorhin schon gelernt. Ah! Und wir knäulen uns wieder auf. Jawohl. So, drücke Viereck, um das Garn anzubringen. Versuche hier eine Garnbrücke zu bauen. Ah! Okay. Und da nochmal. Und ich schätze, da kann man jetzt hochspringen. Und... Oh, nice! Okay. Das ist aber ein kleiner Vogel. Wir sind ja schon kleiner. Was ist das für ein kleiner Vogel da oben? Ciao, ciao, Vogel. Mal gucken. Ich schau mal nur kurz, ob ich die Musik noch etwas leiser machen kann. Denn die ist mir doch ein bisschen zu laut, auch wenn sie schön ist. Aber ich glaube, das kommt jetzt viel cooler mit dem Ambient Sounds, mit den Vögeln, mit dem Gezwitscher und so weiter. Wenn die Musik im Hintergrund ist. So wie jetzt. Oder? Schon, ne? Auf jeden Fall. Oh, da sind Babys drin. Babys! So. Ach, komm. Baue. Ah, Viereck muss man drücken, genau. Nein! Nicht wieder abbauen. So, bau den. Und nochmal. Oha, da ist der Apfel runtergefallen. Ich mag so kleine Details. Das ist genau mein Ding. Und hip. Oh shit. Okay. Ey. Weg da, ihr Äpfel. Ach, das ist nice. Erinnerst du dich an dein Lasso? Halte R2 gedrückt und der linke Stick lässt dich nach oben klettern. Ah, ja klar. Doch, ah, okay. Erstmal Garn anbringen. Dann rüberschwingen, oder was? Oder können wir hochklettern? Ah, so geht das. Und da anbringen. Und schon. Ha, nice. Woohoo! So, einmal aufwickeln, bitte. Um von bestimmten Plattformen herunterzuspringen, muss der linke Stick nach unten gezogen und X gedrückt werden. Nochmal. Um von bestimmten Plattformen herunterzuspringen, muss der linke Stick nach unten gezogen und X gedrückt werden. Okay. Ja, okay, das habe ich vorhin schon selbst ausgefunden. Halte L2 gedrückt, der linke Stick lässt dich dann sicher an deinem Garenende herunterklettern. Nice. Wirklich nice. So. Siehst du den Lichtwirbel? Das bedeutet, dass du an diesem Punkt beginnst, wenn du später diesem Level zurückkehrst. Ah ja. Checkpoint. Oh, den Kopf angestoßen. Nice touch. Oh, einmal garnen. Brauchen wir die Äpfel? Ich schieb sie mal vorsichtshalber davor. 1, 2, 3, 4. Oh, da würde ich so gern reinbeißen. Die sehen so lecker saftig aus. Aber erstmal bringen wir unseren Garn an.
hoffentlich gibt's das für die Vita, aber ich glaube, ich habe gesehen, dass es leider nicht so ist. Oh shit! Hilfe! Oh. Okay. Ah, okay. Verstehe. Ah ja, alles klar. Hab ich das. Das stand aber vorhin nicht da, oder? Ey! Komm! Hä? Ach so! Mein Güte! Das ist so süß! Das ist so süß! Ich heul gleich! Ah, Hilfe! Wow! Falls du stecken bleibst, halte runtergedrückt, um den Abschnitt erneut zu starten. Alles klar. Vögeln. Vogel. So, jetzt sind wir wieder am Haus. Oder an einem anderen Haus. Erstmal kickbacken und relaxen. Okay. Unser erster Test. Ich muss bestimmt die Lehne umkippen, aber wie? Können wir unten drunter? Können wir auch. Hallo, ich will da durch. Ah, jetzt. Ah, jetzt können wir daran und drüber. Aber wir kommen nicht durch. Looky, looky, I got hooky. Und einmal aufspinnen, bitte. So, 2-3 Minuten haben wir noch. Mal gucken, ob wir das Level schaffen in der Zeit. Und ja, würde mich mal interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Also, ich finde es wirklich, wirklich dufte. Bis jetzt. Legolas. Okay. Nice, wie er alles wieder einsammelt. Ich sehe schon, ich war zu schnell. Einmal nach oben, bitte. Aber ohne das Fahrrad. Hallo? Einmal nach oben, bitte. Also irgendwie hänge ich hier gerade, Freunde. Ja. Egal, die Zeit ist eh, hier. Ah, alles klar. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gesagt, eure Meinung würde mich mal interessieren zu dem Spiel. Was ihr davon haltet, ob es das, bis jetzt, was ihr gesehen habt, 20 Euro wert seid. Ich würde sagen, ja. Schönes Kickback-Relax-Spiel für nach dem Feierabend. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Stay safe. Euer Ree.